Ja, herzlich willkommen auch von mir und auch ein großes Dankeschön erstmal für die vielen schönen Vorträge vorher und auch an unseren Gastgeber hier. Ich werde jetzt nun eher ein individuelleres Thema ansprechen und möchte hier einen Take bringen, der sich so für mich ergeben hat aus meiner Beschäftigung mit vielen verschiedenen Thematiken über Evolution, über Männlichkeit, über Erziehung auch. Und das ist ein Anliegen, auch weil ich denke, dass das Thema Vaterschaft in der rechten Szenerie doch sehr, man könnte fast sagen, falsch angegangen wird. Grundsätzlich ist natürlich in der rechten Szenerie Vaterschaft etwas sehr Positives besetzt. Jeder junge Rechte möchte irgendwann einmal Vater sein und bei den älteren Rechten entweder erzählen sie von ihrer schönen Zeit als Vater oder sie bedauern sie, dass sie die nie gehabt haben. Ausnahmen sind mir da eigentlich keine bekannt. Wenn man aber darauf schaut, wie sich vor allem junge Rechte Vaterschaft vorstellen, dann merkt man doch, dass das Ganze sehr romantisiert wird. Im Regelfall wird immer ein Aspekt der Vaterschaft sehr idealisiert und andere dabei weggelassen. Und der wichtigste Aspekt, wie ich finde, der Vaterschaft, das Machtpotenzial, wird dabei vollkommen ignoriert. Rechte, die das beispielsweise machen, ich fasse den Begriff Rechts jetzt hier mal sehr weit, sind zum Beispiel Andrew Tate, der sich sehr darauf fokussiert, dass der Vater ein Superheld für seinen Sohn sein sollte, sprich ein Vorbild, was in ein Ideal stellt, vielleicht auch unerreichbar. Andere wie Jordan B. Peterson, die sehen den Vater vor allem darin, dass er sich unter allen Umständen für seine Familie, vor allem für seine Kinder einsetzt, also dieses Provide and Protect. Und vor allem unter Zoomern, wie ich finde, sieht man vor allem das Ideal des Vaters als Lehrer, also derjenige, der mit seinem Sohn Hand in Hand geht und beispielsweise Holz hackt oder Angeln geht, ihm diese wirklichen männlichen Fähigkeiten beibringt. Und in dieser MGTOW-Szene, die das Ganze eher weniger sozial, sondern biologisch auffasst, sieht man das Ideal des Vaters, der, wie gesagt, eher biologisch ist. Sie sprechen dann häufig davon, dass Ehe ein gescheitertes Modell ist und man sich doch bitte in der Zukunft, um wirklich männlich zu sein, um ein wirklicher Vater zu sein, doch darauf einlassen soll, dass außereheliche Kinder gang und gäbe sind und man eben nicht mehr in dieser Vater-Mutter-Kind-Beziehung die Kinder erziehen sollen. Und bei all diesen Idealen, die gestellt werden, so kommt mir vor, dass der Mann erst dann zum wirklichen Mann wird, wenn er dieses Vaterschaftsideal erfüllt. Ich finde das sehr konkret bei denen, was hier auch im Internet beim angelsächsischen Raum oder Three Ps of Manhood versteht, also Protect, Procreate und Provide. Wenn du das als Mann tust, dann bist du erst ein richtiger Mann und erst dann darfst du auch die Liebe der Frau erwarten, deiner eigenen Frau oder einer anderen Frau. Und vorher, ja, bist du eben kein richtiger Mann. Wie gesagt, wird man mir dieser Machtfaktor, das Patriarchale, da häufig vergessen. Natürlich sind all diese Faktoren, die angesprochen wurden, wichtige Faktoren im Mannsein und auch im Vaterschaftssein, aber das geht ja eben nicht darin auf. Das Patriarchale, da würde sicherlich auch kein Rechter sagen, dass das unwichtig ist. Das wird nur vergessen und wie das halt in der Vermassung von Idealen so ist, das geht dann schnell unter. Und das ist durchaus ein großes Problem, weil, wie ich zeigen möchte, dieses, wenn man das Patriarchale vergisst und die Macht vergisst, die sich der Rolle des Vaters innehat, so wird diese Macht nicht einfach vergehen. Ich würde behaupten, dass dieses Machtpotenzial unvergänglich ist, nur es wird halt von anderen eingenommen. Ich möchte daher im Folgenden einmal erst zeigen, warum hat eigentlich der Vater dieses Machtpotenzial und wie kann er es dann auch konkret nutzen und welche Folgen ergeben sich dann auch für uns daraus. Das Machtpotenzial ist sowohl biologisch als auch kulturell bedingt, kulturell vor allem im europäischen Raum, eine Besonderheit, auf die ich kurz eingehen möchte. Wir in Europa sind ja so die einzigen auf der Welt, die die Kernfamilie etabliert haben. In allen anderen Bereichen finden sich ja eher Clanfamilien. Und das heißt, für die Frau ist es so, dass sie sich von ihrer ursprünglichen Familie entweder verlässt sie die und
also in der Kernfamilie verlässt sie ihre ursprüngliche Familie und gibt sich voll hin den einen Mann, also ihrem neuen Ehemann, dann also sprich der potenziellen Vater der eigenen Kinder. In diesen familiären Strukturen ist es ja eher so, dass sie entweder innerhalb der Familie bleibt, was so im arabischen Raum ist, dass man da innerhalb des Clans heiratet, oder wie es halt auch im asiatischen oder auch slawischen Raum der Fall ist, dass man sich einem anderen neuen Clan hingibt. Man hat aber immer dabei mehrere Patriarchen, das heißt mehrere Männer, auf die man hört. Also nach wie vor im arabischen Raum hat ja nicht nur der Ehemann einen Einfluss auf die Frau, sondern ja auch der Bruder oder der Vater. Und in den asiatischen Räumen ist es doch eher so, dass dann auch der Stiefvater und ähnliche Vaterfiguren einen Einfluss haben. Im europäischen Raum ist es so, dass sich eigentlich nur noch der Ehemann den großen Einfluss auf die Frau hat. Was im späteren nochmal etwas genauer erläutert wird. Biologisch gesehen ist es so, dass der Mensch grundsätzlich nach dem parentalen Muster der meisten Wirbeltiere sich evolutionär entwickelt hat. Sprich, die Elternbeziehung ist eine biparentale Beziehung und die ist festgeschrieben mit zwei Geschlechtern, einem mobilen, was beim Menschen die Frau, der Mann ist, und einem immobilen Geschlecht, was beim Menschen die Frau ist. Was heißt das? Das heißt, Biparentalismus heißt, man hat natürlich zwei Eltern. Es gibt durchaus Spezien, die das anders handhaben. Vorteilhaft ist das evolutionär aus dem Grund, um das einmal ganz kurz zu halten, dass wenn man Nachkommen zeugt, dann soll dieses ja möglichst einfach vonstatten gehen und gleichzeitig sollen diese Nachkommen möglichst überlebensfähig sein. Wenn man mehr als zwei Elternteile hat, dann ist das einfach eher fragwürdig, wenn man sich mal vorstellt, dass es schon bei 8 Millionen Menschen recht schwierig ist, einen andersgeschlechtlichen Partner zu finden, mit dem man Kinder kriegt. So kann man sich vorstellen, wie schwer das wäre, wenn man drei Elternteile bräuchte. Und Überlebensfähigkeit wird aber dadurch gesteigert, dass es halt ja, mehr als ein Elternteil gibt, allein aus dem Grund heraus, dass dann die Immunabwehrsysteme, die ja auch mitvererbt werden oder die Schulung mitvererbt wird, dass diese bei ja mehr als einem Elternteil deutlich besser ist. So ist dann mit den zwei Elternteilen, dem Biparentalismus, ein sehr überlebensfähiges Konzept. Wie gesagt, es gibt auch Spezien, die in anderen ökologischen Nischen das anders handhaben, was also sprich mal ein Elternteil durchaus auch vorteilhaft sein kann. Mit den beiden festgeschriebenen Geschlechtern, dem mobilen und immobilen Geschlecht, verhält sich das wie folgt. Um die Nachkommen zu zeugen, ist ja ein gewisser Energiebedarf notwendig. Also sprich, das neue Kind muss ja auch irgendwie wachsen, dafür braucht es Energie. Und gleichzeitig braucht es, wie gesagt, ja auch eine gute Immunabwehr. Und gibt es jetzt so bei Biparentalismus zwei Möglichkeiten, wie man das handhaben kann. Entweder man macht es wie Schnecken mit Zwitterbeziehungen oder eben wie wir Menschen und die meisten anderen Landwirbeltieren halt mit einem Vater und einer Mutter. Beides hat in gewissen ökologischen Nischen ihre Vorteile. In den meisten ökologischen Nischen hat sich, wie gesagt, die zwei verschiedenen festgeschriebenen Geschlechter durchgesetzt. So bietet das immobile Geschlecht vor allem die Energie. Und das mobile Geschlecht vor allem die Schulung für das Immunsystem. Beim Zwittergeschlecht wird das natürlich auch beides gegeben, aber dadurch, dass die nicht spezialisiert sind, ist es sowohl, haben die Nachkommen weniger potenzielle Energie als auch ein durchaus schlechteres Immunabwehrsystem, was sich halt nicht in allen ökologischen Nischen von Vorteil erweisen kann. Durch die verschiedenen Rollen, die jetzt also die Männer und Frauen einnehmen, beim Menschen, auch wie gesagt bei vielen anderen Lebewesen, hat sich daraus psychologisch dann zwei verschiedene Sexualstrategien entwickelt. Die Sexualstrategie des mobileren Geschlechtes ist im Regelfall eine quantitative Strategie und die Sexualstrategie des immobilen Geschlechtes ist im Regelfall eine qualitative Strategie. Das heißt, damit sich der Mann überlebensfähig zeigt, muss er möglichst viele Nachkommen zeugen. Er hat ja nicht die Reproduktion selber, also er weiß an sich ja nicht, ob das Kind, was entsteht, ja auch wirklich sein Kind ist. Es könnte ja auch das Kind eines anderen sein. Und da er sich ja auch bewegt, um Erfahrung für sein Immunsystem zu sammeln, ist es wichtig, dass er ja auch dann, also beziehungsweise er bleibt dabei nicht bei einem Kind
beziehungsweise bei einer Frau. Und dadurch ist es halt wichtig, dass er mit möglichst vielen Frauen in Kontakt kommt. Um dass also der Mann sich evolutionär durchsetzt, ist es wichtig, dass er möglichst viele Zugriff auf möglichst viele Frauen hat und dadurch halt möglichst viele Kinder entstehen, von denen dann auch hoffentlich dann einige überleben werden. Bei der Frau verhält sich das anders, also bei dem Immobiliengeschlecht. Da kommen ja die mobilen Männer ja schon zu ihr. Sie kann also davon sicher ausgehen, ich werde Kinder haben, oder sofern sie halt das zulässt. Und dadurch braucht sie gar nicht mehr möglichst viel Zugriff auf möglichst viele Männer haben, sondern sie kann ganz speziell auswählen, welchen Mann möchte ich haben. Und dann nimmt sie natürlich, um die Überlebensfähigkeit des Kindes möglichst zu garantieren, den bestmöglichen Mann, auf den sie einen Zugriff haben kann. Und da sie immobil ist, und das geht häufig damit ein, hat sie die Female Choice, wie man sagt. Sie entscheidet, wen lässt sie ran. Sie entscheidet letztendlich, wer wird der Vater eines Kindes. Also die Frau ist es, die entscheidet darüber ganz alleine, ganz selbstständig, auch wenn es nicht immer bewusst abläuft, auch wieder unbewusst, entscheidet sie letztendlich ganz alleine darüber, wer wird Vater und wer nicht. Das ist nicht unsere Entscheidung als Mann, sofern wir nicht, ich sag mal, diverse Strafregisterkarteien füllen möchten. Die Männer buhlen, die Frauen selektieren. Dadurch sind die Frauen vor allem hypergam, sprich, sie daten tendenziell nach oben. Und der Mann ist eher promiskuitiv. Die Folge daraus, aus diesen darwinistischen Strukturen, ist, dass sich ungefähr, auch das lässt sich auch in anderen Spezies nachweisen, 80% aller Weibchen fortpflanzen, aber nur ungefähr 40% aller Männer. Wobei man sagen muss, dass je offener der Sexualmarkt ist, desto eher reichen diese 40% an. Das heißt, wenn die Kultur durch ihre Tradition dagegen steuert, können auch viel mehr Männer Kinder bekommen. Aber noch, was sich auch nicht durch die Kultur ändern lässt, ist dann, dass die Anzahl der Nachkommen pro Mann doch deutlich variiert. Das Reproduktionsmonopol besitzen ungefähr 20% der Männer. Das heißt, 80% aller Kinder entstehen durch 20% aller Männer. Das Pareto-Prinzip gilt auch in der Reproduktion. Und das hat weitreichende Folgen für den Genpool. Denn der Genpool, der nicht nur verantwortlich ist für die Augen und Haar oder Hautfarbe, sondern ja auch für Sachen wie Intelligenz oder auch Charakter, wie wir schon auch heute gehört haben. Und genauso auch die Grundlagen legt für das, was kulturell überhaupt möglich ist, ist es so, dass doch diese 20% Männer einen sehr, sehr starken Einfluss auf diesen Genpool haben, deutlich höheren Einfluss, als es die Frauen haben. Also die Darstellung, die Ausprägung des Genpools wird vor allem halt durch diese 20% Männer entschieden. Gleichzeitig ist es so, dass Frauen tendenziell dem Mann folgsam sind, wenn der Mann dominant ist. Also wir haben ja auch schon heute gehört, dass diese Agreeability bei den Frauen deutlich dazu führt, dass sie selektiert werden. Wie gesagt, in der europäischen Kultur ist es ja so, dass wir eine Kernfamilienstruktur haben, anders als andere Weltteile. Und dadurch ist er der einzige Mann, dem sie ja hörig sein kann, im Idealfall, ihr Ehemann. Natürlich ist es in der Neuzeit so, dass der Übervater, also der Staat, ja auch da durchaus mal einspringen kann. Aber was halt wegfällt, ist natürlich, oder was eher seltener geworden ist, ist der Einfluss anderer Männer, sprich Brüder oder des eigenen Vaters. Was daraus folgt, ist, oder das muss ich noch dazwischen sagen, dass natürlich dadurch, dass der Mann ja auch einen sehr hohen Einfluss auf die Frau hat, entscheidet er auch mit, wenn er möchte, durch eine entsprechende väterliche Involviertheit über Erziehungsfragen des Kindes. Das heißt also, auch da kann der die entsprechenden Akzente setzen. Ja, was insgesamt daraus folgt, ist, dass diese 20% Männer von entscheidender Bedeutung sind für die Entwicklung einer Gesellschaft bzw. eines Volkes. Sofern sie diesen Anspruch, es fällt mir gerade das Wort nicht ein, sofern sie diese Verantwortung auch annehmen. Der Mann ist in der Lage,
die Entwicklung des Volkes mitzugestalten. Und wenn er das nicht tut, wie gesagt, wenn er diese Verantwortung nicht nimmt, dann macht er Platz für die Agenda anderer Mächte, die auch, durchaus auch destruktiv sind. Was daraus folgt, ist, dass letztendlich der rechte Mann oder der Mann allgemein seine Interessen nur durchsetzen kann, wenn er entweder die 20% Männer stellt, also ein hoher Anteil der 20% Männer nun mal recht sind, oder aber indem er einen sehr großen Einfluss auf sie ausübt, dass sie sozusagen, obwohl sie nicht explizit recht sind, nun mal rechte Ideale vertreten. Der rechte Mann, so möchte ich sagen, muss sich da auch durchaus emanzipieren an der Stelle, dass er sozusagen sagt, seine eigenen Ideale, seine eigene Weltsicht auf die Frauen überträgt oder auch auf die 20% Männer überträgt. Im Sinne der herrschenden Klasse von Mosca kann man ja auch hier folgern, dass die herrschende Klasse nicht nur dadurch regiert, indem sie direkt die gesamte Gesellschaft oder die gesamte Masse kontrolliert, sondern vielleicht auch eher indirekt, indem sie das kontrolliert, was diese 20% Männer denken, die ja dann wieder das kontrolliert, was die Frauen denken. Um dieses Potenzial des dieser 20% Männer zu nutzen, muss, denke ich, das rechte Lager verstehen, wie sie diese 20% Männer entweder stellt oder sie halt direkt anspricht. Ich denke, dafür ist es essentiell zu verstehen, wie die Beziehungsdynamiken auch zwischen Mann und Frau funktionieren. Also die Frage, was macht eigentlich so ein 20% Mann aus? Wie kommt man dahin? Einer der wichtigsten Aspekte, so scheint mir, ist die Fähigkeit, den Frame vorzugeben, den Rahmen zu kontrollieren. Also das, was die Frau oder die Beziehung zwischen Mann und Frau ausmacht. Nach welchen Spielregeln wird in der Beziehung gespielt? Nach der Spielregel des Mannes oder nach den Spielregeln der Frau? Die Frau, oder es ist heutzutage eher so, wird sich kaum vorschreiben lassen von einem Mann geringerer Qualität, wie sie zu leben hat. Sie ist aber durchaus bereit dazu, wie gesagt, den 20% Männern zu folgen. Tut der Mann dies und nimmt diese Verantwortung auch aktiv an und kann den Rahmen kontrollieren, so kann er wieder keine Beziehung auf Augenhöhe führen. Die Frau wird sich, wie gesagt, ihm unterordnen und dadurch kann er seine eigenen Interessen in den Mittelpunkt der Beziehung stellen, auch damit seine Interessen in der Erziehung seiner Kinder auch in den Mittelpunkt der Erziehung stellen. Den Rahmen vorzugeben heißt hier nicht, dass der Mann wirklich alles kontrollieren muss, was die Frau tut und denkt, sondern es heißt ja letzten Endes, dass die Bedürfnisse und Vorstellungen des Mannes zum Ausgangspunkt des Gedankens der Paarbeziehung gemacht werden. Also dass die Frau sich genauso fragt, wenn sie sich etwas entscheidet, was will mein Mann von mir, was würde mein Mann hier von mir denken, findet er das richtig, was ich hier tue oder nicht. Und genauso kann man auch in Erziehungsfragen den Rahmen vorgeben zum Kind. Also das Kind selber, seine eigenen Kinder im Idealfall, in den Rahmen hineinkommen lassen, den man vorgibt, in der sie sich dann frei entfalten können. Oder also je nachdem, was der Rahmen dann auch zulässt, dass sie sich da frei entfalten können. Und es ist hier doch durchaus, glaube ich, von Vorteil, wenn man diesen Rahmen nicht zu eng setzt, weil je enger der Rahmen ist, desto größeres Konfliktpotenzial ergibt sich auch gerade heute, wo man ja auch nach wie vor als 20% Mann einen großen Konkurrenten hat, nämlich den Sozialstaat, der immer als Backup sozusagen dafür da ist, wenn die Frau von ihrem Mann, sage ich jetzt mal, genug hat, sich von ihm trennt, dann wird sie heute aufgefangen. Das war natürlich zu früheren Zeiten noch etwas anders. Genau. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist doch, denke ich, dass der 20%-Mann nicht die Frau zum Mittelpunkt seines Seins stellen darf, sondern erstmal sich selbst. Die Frau ist eine nette Begleiterscheinung oder natürlich eine wichtige Begleiterscheinung des männlichen Seins. Aber in erster Linie muss der Mann verstehen, wer bin ich, was will ich überhaupt, weil andernfalls kann er auch diesen Rahmen ja gar nicht vorgeben. Und wenn er sich in erster Linie für die Frau interessiert, was will die Frau, dann wirkt das recht unerotisch auf den,
auf die Frau. Denn Frauen wollen ja, wie gesagt, geführt werden. Das heißt, sie wollen ja gar nicht, dass man als Mann die nur den Interessen der Frau nachgeht. Das kommt ja, man kennt es heute als Begriff des Simpens, wirkt eher abstoßend auf die Frauen. Nun, aber bevor ein Mann überhaupt in diese Stellung hineinkommt, den Rahmen einer Beziehung vorzugeben, beziehungsweise am besten wäre es ja sowieso, wenn der Rahmen der Beziehung von Anfang an von dem Mann vorgegeben wird, muss er, wie gesagt, ein 20% Mann sein. Und dies wird natürlich realistisch betrachtet nicht jeder Rechte schaffen. Also nicht alle rechten oder heutzutage rechtsdenkende Männer werden jemals in diesen Genuss kommen, ein 20% Mann zu sein. Was auch nochmal sehr stark unterstreicht, wie wichtig es ist, dass die rechte Szenerie auch diese anderen nicht rechten 20% Männer in einer gewissen Art und Weise kontrolliert oder einen sehr großen Einfluss auf sie ausübt. Also wollen wir nur mal einen Blick darauf werfen, was wirklich den 20% Mann dann konkret ausmacht, was selektiert die Frau, weil sie ist es ja, die letzten Endes die Entscheidung darüber trifft, ob der Mann Kinder kriegt oder nicht. Frauen suchen aufgrund ihrer Biologie, wie gesagt, den Mann hypergam aus. Sie daten nach oben. Und sie sind nicht wirklich bereit, so auch meine Erfahrung dort, Kompromisse einzugehen. Also auch egal, wie qualitativ hochwertig die Frau ist, ob nun von sehr hoher Qualität oder sehr minderer Qualität, die Frauen wollen in der Masse alle den 20% Mann. Das kann man immer wieder auch lesen in diversen Studien, die sich mit dem Online-Verhalten von Männern und Frauen bei Tinder und Ähnlichem befassen, wo es doch so scheint, dass fast alle Frauen oder ein sehr, sehr großer Teil dieser Frauen sich auf sehr, sehr wenige Männer spezialisiert. Die Masse der Männer wird bei Tinder und Co. doch ja, leer ausgehen, wenn man so will. Aber das bedeutet nicht gleichzeitig, dass die Frau auch bereit ist, sich selbst zu verbessern, sich selbst zu optimieren. Gerade heute in diesen feministischen Zeiten ist es ja durchaus so, dass den Frauen auch eingeredet wird, dass sie schön ist, so wie sie ist, egal wie fett sie ist oder ähnliches, und trotz dessen ja ein Anrecht hat auf den perfekten Traummann. Was die Frau dann konkret selektiert, ist letztendlich, wie gesagt, sie will alles haben. Sie will den Mann haben mit den guten Genen, das heißt, er muss entsprechend gut aussehen, er muss eine entsprechende Größe mitbringen, entsprechende Intelligenz und charakterliche Eignung. Er muss auch wirtschaftliche Investitionen besitzen oder zumindest ein potenzielles hohes Einkommen haben. Das heißt also auch, um die Familie versorgen zu können. Er braucht eine soziale Prestige, das heißt, er muss auch innerhalb anderer Männergruppen anerkannt sein als Mann, beziehungsweise, was ja auch bei Frauen sehr beliebt ist, gerade sich mit Männern einzulassen, die ja auch schon eine Frau haben, weil das ja immer ein guter Marker dafür ist, dass der Mann von gewisser Qualität ist, wenn andere Frauen den schon daten. Und er braucht eine gewisse elterliche Neigung. Das heißt, er soll durchaus bereit sein, ein Haus zu bauen beispielsweise oder zu kaufen und genauso auch bereit sein, väterlich involviert zu sein. Das heißt, eine Beteiligung an der Beziehung zu übernehmen. Und das ist auch nicht unwichtig, dass er die emotionale Bindung zur Frau hat. Das heißt, die Frau erwartet natürlich eine gewisse Treue und Liebe vom Mann. Das sorgt dafür, dass das natürlich, wie gesagt, ein sehr hoher Anspruch ist, den nicht alle Männer erreichen können. Also gerade sowas wie Größe, man sieht es selbst, ist nicht etwas, was sich ändern lässt. Aber andere Sachen natürlich durchaus, also gerade das potenzielle Einkommen oder die Muskelkraft, die lässt sich durchaus ja verändern. Also ist es nicht so, dass alles hoffnungslos verloren ist, und es geht ja auch letzten Endes um das Gesamtpaket, was der Mann mitbringt. Der Mann muss trotz dessen das mitbringen, was man durchaus als Alpha-Traits manchmal bezeichnet, also die guten Gene und das Durchsetzungsvermögen, als auch das, was man als Beta-Traits bezeichnet, also entsprechend die väterliche Involviertheit und eine Versorgerrolle ausfüllen zu können mit entsprechenden Einkommen. Heutzutage ist es doch durchaus so, dass nicht mehr die meisten Männer dieses im Gesamtpaket mitbringen. Also es ist eher so, wie sich zeigen lässt, dass es gewisse Männer gibt, die eher diese Alpha-Traits vorweisen und dann so, ich sag mal, so Andrew Tate-mäßig unterwegs sind, und andere Männer, die eher die Beta-Traits vorweisen und dadurch ja hinterher dann mit 30 anderer Leute Kinder großziehen. Die Frau allerdings
ja, die stellt das vor ein gewisses Problem. Was sie dadurch gelöst hat, was man heute auch einen strategischen Dualismus nennt, also sie sucht die Männer, die hohen Alpha-Tierchen, für die guten Gene und die, ja, die Versorger eben für, ja, für die Versorgerrolle. Man spricht auch manchmal vom Alpha-Seeds und Beta-Needs oder Alpha-Fucks und Beta-Bucks. Das geht aber natürlich nicht immer auf. Das ist klar. Also es ist ich sag mal, die vermehrte Anzahl von Single-Müttern ist durchaus ein Zeichen dafür, dass diese strategische Dualismus nicht immer aufgeht und nicht alle Männer sind auch bereit, selbst wenn sie so eher die Beta-Versorger sind, das auch mitzumachen. Also selbst unter den Beta-Männern ist es doch durchaus so, dass da einige noch sind, die keine Lust haben, irgendwelche Single-Mütter auf Tinder zu daten. Aber das sorgt doch durchaus auch dafür, dass ja, die Männer, die überhaupt das Potenzial haben, Kinder zu kriegen, doch durchaus abnimmt. Was auch durchaus passiert, ist, dass dann Männer versuchen, sage ich jetzt mal so, ein besserer Beta zu werden. Das heißt, sie versuchen, obwohl sie halt eher die Alpha-Traits vermissen, natürlich dadurch irgendwie das irgendwie zu kompensieren durch Kampfsport oder ähnliches. Aber was häufiger ja dann doch vorkommt, ist, dass sie ja entweder komplett ohne Kinder bleiben heutzutage, also vor allem auch bei der jüngeren Generation, was sich dann auch eher in diese Incel-Kultur hinein entwickelt, oder dass, wenn sie Pech haben, auch Kuckuckskinder erziehen. Und diese Vorstellung des besseren Betas, die oder auch oder generell auch das Inselverhalten, ich glaube, das spielt halt eher den Frauen halt in die Rolle, da sie ja trotz dessen noch über den Sozialstaat immer noch die Möglichkeit haben, auch ohne den Alpha-Mann, wenn man so will, ohne den Vater an Kinder heranzukommen und dann auch immer noch an Geld heranzukommen. Ja, was folgt nun für uns dann konkret daraus? Wir als Rechte denken, so denke ich, müssen doch versuchen, ja, wie ich bereits gesagt habe, entweder diesen Einfluss auf diese 20% Männer auszuüben oder aber selber zu diesen 20% Männern zu werden, um dann halt die Einfluss auf die nächste Generation zu erhöhen. Und ein wichtiger Aspekt, den ich darin finde, oder der dazugehört, ist, denke ich, auch Männergruppen zu bilden. Also sprich Vereine, Organisationen, Beschäftigungen zu finden, aus denen Frauen explizit auch rausgehalten werden. Historisch gesehen sind diese Männergruppen haben immer schon existiert und sind immer auch auf der Suche nach der, ja, es ist für sie mindestens ziemlich wichtigsten Ressource gewesen, nämlich Frauen. Denn letzten Endes wird, ich sage mal, dieses Aufkommen von einer Vielzahl junger, sexuell frustrierter Männer etwas sehr Gefährliches für die Gesellschaft. Und durchsetzen tun sich auch letztens evolutionär auch immer die Männer, die es schaffen, diese Frauen für sich zu gewinnen. Und ich denke, wenn wir als im weitesten Sinne rechtes Lager es schaffen, diese Gruppen zu stellen, die dann wiederum es schaffen, Frauen für sich zu gewinnen und die ja dann durch ihre Moral und durch durch ihre Weltanschauung und ihre Ideale dann entsprechend bereit sind, auch ja, für eine gewisse elterliche Involviertheit, haben wir doch durchaus ein Potenzial, dass wir einen guten Teil der nächsten Generationen durch unsere Ideale, ja, beeinflussen können und schulen können, um ja letzten Endes so ein bisschen, das ist ein bisschen metapolitisch, das ganze Boot nach rechts zu rücken. Und damit möchte ich dann auch meinen Vortrag schließen.